So, neuer Rechner, neues Glück. Zum ersten Mal auf meinem neuen Rechner spiele ich jetzt hier Baldur's Gate 3 noch ein bisschen. Möchten Sie zulassen? Ja, ich hoffe, dass jetzt alles so funktioniert, wie ich das auch gewöhnt bin. Viktor Ziegler fragt, Eddie, rauchst du Marihuana? Jetzt im Moment nicht? Okay, ach ja, wir hatten ja die Druiden gerettet, beziehungsweise alle. Und wir könnten mal gucken, ob wir in den Grafikeinstellungen jetzt noch was ändern. Weil wir jetzt eine sehr gute Grafikkarte haben. Sollte man jetzt hier noch was besser machen? Aber ist alles schon sehr, sehr gut. Ultra, ultra, hoch, hoch. Der passt schon. Wir einfach mal auf die Map und gucken. Kauf dir mal einen besseren Monitor. Wieso? Der Monitor ist doch gut. Was stimmt denn mit meinem Monitor jetzt schon wieder nicht? Was wird denn hier schon wieder rumgemotzt? Was ist hier ein Fragezeichen? Goblin Geheimvorrat. Das könnten wir uns direkt machen. Ihr meint, einen 4K-Monitor brauche ich, oder was? I should speak up. Scram! Wo war jetzt das Fragezeichen? Im Südosten. Have to keep going. ...4090 braucht halt auch kein Mensch. Okay. Das erinnert mich an dieses Zitat von Bill Gates damals. Wie war das? 200 Kilobyte sind mehr als genug. Please, we just want Mayrina back. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Mit einer 4090 nicht mal auf 2K zocken, ist halt schon traurig. Ja, ich bin noch sehr traurig. Ich weine mich jeden Tag im Schlaf wegen dieser Grafikkarte. I don't know what's come over these boys. Stop this. We won't ask again. Nun mal ganz mit der Ruhe, was ist hier los? Runter mit den Waffen. Ich kenne diese Dame. Kennen wir die wirklich? He's with the hag! Don't bloody stand there gaping! Get him! Okay, wieso ist es eigentlich so leise auf meinen Ohren schon, ne? Alles im Anschlag. Gut, wir können natürlich einfach angreifen, nicht wahr? Lass mal wieder reinkommen hier. Wie viel haben die denn? 10, ach, das ist ja nix. Der ist ja richtig explodiert, ey. So die Armbrust gestern bei Hero Quest. Und was noch irgendwas? I will ascend. Taste my fury. Oh my stars! I didn't mean for this to happen.
Those poor boys were looking for their little sister, Mayrina, the girl who's staying with me. This is all my fault, but I made a promise. Mayrina begged me not to breathe a word if they came looking for her, and my word is my bond. That poor thing would be distraught. We can't let her know it and break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. I think there's a little something more to Ethel than meets the eye. Aber wo ist ihr Zuhause? Wissen wir das? Das ist aber gar nicht, wo ich hin wollte. Hier wollte ich doch hin. Halt. Da gehen wir gleich hin. Erstmal gehen wir hier hin. Gehe ich richtig? Gehe ich richtig? In der Annahme, dass ich richtig gehe? Might be worth a look. Aha! Flinkfinger, Laufsprung. Einmal pro Zug kann der Träger nach einem Spurt oder einer ähnlichen Aktion noch einen Sprung ausführen, ohne eine Bonusaktion einsetzen zu müssen. Bombe. Mistenfeuer. Trank des Sprechens mit Zielen. Na gut. Lagervorräte. Pfeil der Säure. Pfeil des Ilmater. Gegengift. Well, well, it's something. So, jetzt könnten wir theoretisch zurück und den Sumpf. Das war nämlich schon das Fragezeichen. Da auf der Karte. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Schwierigkeitsgrad 20? Da habe ich eigentlich nur so wenig Boni. Jesus. Och, come on. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Warum haben wir gerade einen Black Screen? Und warum?
Warum bin ich denn so schlecht mit der Probe? Da ist da irgendeine ist ein verbotener Apfel, saftiger Apfel. Einmalige Verwendung. Da beißen wir direkt mal rein jetzt. Verdorbener Magen. Mit dem Apfel stimmte was nicht. Vergifteter Apfel, sage ich doch. Lügenapfel. Okay. Das ist wirklich ein Lügenapfel. Ist hier sonst irgendwas? Liebevolle Nachricht. Die ist wahrscheinlich auch nicht liebevoll. Macht ein Päuschen, mein Liebling, und esst ein Häppchen mit mir. Vielleicht ist sie doch nicht so nett. Irgendwas ist hier verdächtig. Okay, noch ein Apfel. Irgendwas ist hier faul. Also verdächtig ruhig und diese Naturgeräusche. Ich traue der Natur nicht. What's inside? Ah, my finger. Saftige Birne, saftiger Apfel. Nichts hier ist, was es scheint. Scheint es mir. Wegpunkt entdeckt. Oh, curse to put my hands on everything. Hier wohnt wohl die alte Ethel. Schäbige Holztür. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. Oh,
if it isn't my hero? You took ages. Come in, come in. Feel free to relax yourself and have a cuppa, hmm? Gods, grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Das ist Mayrina. Ich habe schlechte Neuigkeiten für sie. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. The choice is yours. There's really no good decision to be made here. What is it? What's going on? Chat, was machen wir? Oh, ist gar nicht das Overlay an. Aber warum? Wo macht man das nochmal an? Da. Ja, wahrscheinlich müsste man dafür neu starten, oder? Oder guck mal, ob jetzt was kommt. Könnt ihr abstimmen? Ja, es klappt. Okay, ist eh eindeutig täuschend. Tante Ethel hat eure Brüder ermordet. Ja, jetzt kriege ich die ganzen Boni. Insgesamt 10. You want to play it like that? Fine. Yes, girl. I killed your brothers. That can't be true. Auntie Ethel. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough! Away with you. Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. Okay, und was war das jetzt? Die hat die jetzt einfach weggezaubert oder was? Sticking your nose in my business. Oh. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Okay, das ist ja geil. Das ist ja geil. Jetzt ist hier alles böse, guck mal. Hammer. Hammer. Das finde ich ja wieder mal richtig nice. Hä, wo kommen denn die ganzen Gegner her? Rotkappe, Rotkappen, Blutweise? Wo sind die? Da. Die Schafe waren Gegner. Die Schafe hätte ich killen müssen. Ich hab's mir schon gedacht, die Schafe sind keine Schafe. Ganz ehrlich, ich hab's mir gedacht. Warum hab ich's nicht gesagt? Dann hätte ich's beweisen können. Aber wir müssen ja einfach nur die jetzt mal hier killen, oder? Wieso kann ich die nicht untersuchen? Hä? Hab ich irgendwas... Raff ich irgendwas gerade nicht? Ich kann die nicht rechts klicken. Wegen dem Unsichtbar oder was?
ging noch vorher mit Rechtsklick, egal. Okay. Ach, die wäre eigentlich unsichtbar gewesen. Okay. Zustände, keine Resistenzen. Das ist doch schon mal gut. Was ist denn das? Konzentrierte Explosion? Seit wann habe ich das denn? Du musst dich zum Wirken auf einen anderen Zauber konzentrieren. Hier kannst du... Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier angehen. Schlauerweise. Ich habe überhaupt nicht mit einem Kampf gerechnet, wieder mal. Und wie weit sind die noch weg? Nicht weit. Aber ich habe noch ein paar Leute vor mir. Das war schon wieder kein guter erster Zug. So, Schweinefett. My path be true. Knorriges Teehaus. Schmeißen wir doch direkt mal was rein, oder?
weiß gar nicht, ob das so schlau war. Denn... jetzt ist der Boden nicht mehr fertig. Nee, die will sich doch nicht verpissen. We've got Auntie on the run. And I'm sure she still has a few tricks up her sleeve. Okay. Dann werden wir uns wohl erstmal hier mit auseinandersetzen müssen. Fehlschlag. Schön viel sogar. %, 45%, warum denn so wenig? Zu nah dran oder was? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, gell? Das ist ja gar nichts. Wenig Schaden, Alter. Wieder ein Fehlschlag. Come on. Position.
Klar kann er da hochklettern. Klar kann er da hochklettern. The fuck. Gelähmt. Boah, ich habe richtig Halsschmerzen. Ich hoffe, ich werde nicht krank, ey. Wie kann ich den denn jetzt wieder hier, oder wie oder was? Wie kann ich denn gelähmt heilen? Das hatte ich ja noch nie. Ich habe richtig Halsschmerzen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ein bisschen Tee trinken. Wie kann ich gelähmt heilen? Wie kann ich gelähmt heilen? Jetzt hat die sich selbst geheilt. Taking position. Na, jetzt ist es weg. Komisch. Okay, Karlak. Hä? Wieso ist denn jetzt Lazell gelähmt? Jesus, was geht hier ab? Was für ein komischer Kampf. So, machen wir wütender Wurf. Mal gucken, was kommt. Go on. Vita Excavator.
So, Gale, mach mal was Gales jetzt hier. Mit Haste. Ich sehe doch. Eine chromatische Kugel aus. Weg ist unterbrochen. Weg ist nicht unterbrochen. Du bist unterbrochen. Kritischer Treffer. Lezelle, du geile Sau. So. Karlach. Kann ja auch einfach mal einen Wurfspeer rausballern, oder nicht? Hey, du sollst den doch werfen. Bist du jetzt völlig... Bist du besoffen, Karlach? Hä? Wie wirft man den denn? Wieso trage ich denn 20 Wurfspeere? Waffe wechseln hat die Aktion verbraucht. Lol, ey. This'll help. Die Kamera wieder weggegangen von der Action. Sumpfgras, alchemistisch. Nehmen wir natürlich mit. So, jetzt müssen wir natürlich mal kurz gucken. Jetzt wird hier erstmal ordentlich gelootet, oder was? Erst bluten, dann looten. Das ist ein altes Sprichwort. Wurfspeer wieder mitnehmen. Da, geil. All's well that ends. Not as bad as it could have. Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A great deal of it. Wer trinkt denn von dem Brunnen? Ich, aber erst nach dem Quicksave. Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. Wahrscheinlich würde das vorher
warm rush of power flows through you. You feel stronger, faster, better. Tot. What? Das ist einfach nur positiv. Aber ich muss jetzt natürlich eine Rast machen. Beziehungsweise wir könnten noch eine kurze Rast machen. Damit sollten wir eigentlich klarkommen. Ich habe keine krassen Zaubersprüche verwendet. Aber kann das jetzt jeder machen? Ready for you. Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A great deal of it. The warm rush of power flows through you. You feel stronger. Ja, nice. Indolence breeds madness. Einmal Buffs für alle. Fetid smell assaults your nostrils. The warm rush. So. What a charmer. Fetid smell assaults your nostrils. The warm rush. So, sehr gut. Speichern wir direkt mal ab. Und dann holen wir uns die Hexe. I've got a long road ahead. Leute, ich will nicht hören, dass meine Charaktere nicht hübsch sind. Die sind hübsch von innen. Die sind anders hübsch. Ihr dürft nicht so kritisch immer sein. Denkt immer dran, die Personen, die ihr judged, könnten auch eure Judges sein. Richte nicht, von wem du nicht gerichtet werden möchtest. Gegrillte Rotrippchen, Brief von M. Trank der mächtigen Heilung. Die Rippchen nehmen wir natürlich auch mit. Krötenkanne, was ist denn eine Krötenkanne? Krötenkanne, unglaublich lebensecht, bis zur letzten Warze. Was? Zur Hölle. Da ist noch eine Feder hinten dran. Why? Gegen Gift. Something good here, I hope. Okay, hier geht's runter. Arkane Barriere. What? Okay, dafür muss ich sie wahrscheinlich einfach erst killen, ne? Have a lot on my mind and well, in it. I'll be back. Light on my feet.
Wo ist die lang? Hier ist die lang. Verdorbene Siruptorte. Wermut, Heiltrank. Always room for more? Wir gehen rein in die Hexenhöhle. I'll give it a shot. Was ist das? Stop! Please! Please! Wait! No one stopped me yet. Don't look. You are as thick as they come, sweetness. Boah, die sieht echt fies aus, ne? This is my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Has that Riddler eaten your brain already? Leave, or you'll end up in tonight's stew. You'll go nicely with Mayrina. She's already marinating. So kommen wir natürlich nicht ins Geschäft. Wer bist du? Magron. Stufe 1, Stillstand. Don't look. Don't. Efrin, versteinert. Blinde Elfe. Familienporträt. Wo war sie denn, die Hexe? Flüstermaske. Knorrige Tür. Lori. Okay, was ist denn hier alles? Das ist ja alles merkwürdig hier. Oh, Steak. Moment. Klar. Darling Magrin, she wished for the mind of a genius, but the silly head crossed me. Da sieht er ganz anders aus. Don't look. Don't. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. As
you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. Ich bin schon überladen, ey. Why? Why? Tell him that it's human nature. Why? Why? Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Was wiegt denn so schwer? Warum wiegt denn alles, was ich trage? So viel. Ist es das Geld eigentlich? Das Geld wiegt auch was. 3,8. Die Diebeswerkzeuge wiegen viel. Chemie-Sachen natürlich noch. Na gut. Das soll erstmal reichen. Okay, wir gehen hier raus. Sollen wir nochmal in den Spiegel gucken? See the shadowed outline of a figure. Wie bleibt das denn jetzt hier? Bane. Dear, wish never to lay eyes on her family again. This poor dear wish never to lay eyes on her family again. Der lebt ja noch. Goldzwerg. Irgendwas, was entsteinert? Nee.
glaube nicht. Gegengift? Das ist ja kein Gift, aber... Heilt, okay, neutralisiert alle Gifte, Magie. Trank des Schlafs. Sprich mit Tina. Ah, ich hab's. Basiliskenöl. What in the bloody hell's is going on? You did what? But you can't. Was? I have the bloody bite. Lanigua's bite! The petrification stopped it spreading! Oh no! No! No, no! Oh God! No! Ah! Help! I don't want to die! LOL? Jesus. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. You see the gallery, its walls lined with the hag's victims, their bodies and minds twisted beyond ruin. Flee, you feel it cry. Scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Run. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. You see the hag. She walks through the door. Its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats.
Look. Don't. Discussion. No. No! Don't look. Mustn't look. Mustn't see. I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead! Flesh rotten, bone shining! No. No! Can't stop! Can't! Gods, don't hurt me! Oh, please! 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 Er sticht sich jetzt selber ab, oder? Sonst würde der Dolch doch da nicht so leuchten. No! No! Monster! For mind dripping! Flesh peeling! Mind flayer! No, 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 no! I'm sorry! No intention of letting that happen. Stop! Please! Please! My gentle Lauren! He wished to know what was to come. Away! Away! Not bad. Don't. I've had better days. Look! And worse. Don't! Stop! Please! Please! A thief who tried to steal from Auntie. Now the cook. Mich nervt dieses Bane-Zustand. Wie kriege ich denn das wieder weg? Ey? Don't look. Don't. Stop. Please. Please. Habe ich irgendwas? Ich habe, glaube ich, nichts. Don't look. Don't. Stop. Habe ich nicht irgendwas, das mich heilt? Don't look. Don't. Oh, mit Toten sprechen. Stop. Please. Please. Away. Away. Don't look. Don't. Das haben wir auch nicht, oder? Toll, jetzt kann ich mit dem. Kann ich auch nicht auch mit Toten sprechen? The corpse regards you lifelessly. My family took her. Baby girl, pretending she never existed, told Ethel never once.
it to see them again. She took my eyes. Doesn't matter. Nothing matters without baby girl. They didn't like me having something they couldn't touch. Sehen. Sie gibt einen mehr als man verlangt. Okay. Da ist ihr Auge. Rein, auch wenn mich das hier nervt mit dem Bane, ey. Aber egal, können wir jetzt nichts machen. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through. Not again. Das hat mir schon geklärt. Scene appears in your mind. Weapons branded. Scream. You let them in. Falschen hat. Naughty. That's a decade for each. Your mind. You see an image. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. You see the hand. With a jerk, you're pulled from the vision. The presence within shrinks. Aber wie kann ich denn einfach durchgehen? Please! Please! Feel the barest hint of life from within the door. You see the hair. With a jerk, you're pulled from the vision. The presence within. Kann ich jetzt durch oder nicht? Okay. Hä? Hier haben wir vier Flüstermasken. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Hello, Petal. My, the mask suits you.
Just relax. See the world with fresh eyes. And let your dear old Aunt Ethel look after you. Going on. Something's amiss. It's the mask! Get that thing off your face! Was ist jetzt schon wieder passiert? Was? Hä? Ich raff gar nichts mehr, ey. Wo ist denn jetzt der Helm hin? Jetzt hat er den aufgezogen. Was ist... Was geschieht hier? Oh, ich hatte den falschen. Angewählt. Ach Mann, ey. Das ist doch alles scheiße. Jetzt hat die... Und ich kann, weil ich jetzt im Kampf kann ich nicht mehr zurücktauschen. Das ist doch alles Kacke jetzt hier. Egal. Was ist? Ich raff hier gar nichts mehr. Wo ist sie denn jetzt? Gehen wir jetzt durch die Tür oder was? Verschlossen. Kann ich jetzt da durch oder nicht? Jetzt reg ich mich, langsam auf hier. With haste. You are as this is my person. Has that been? So, jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, was da mit ihr passiert ist. So. What is this place? So. Waves of fear as the presence within the door recoils. Seen weapons, Brad screams. You let them in? The door, its form flickers, and you realize that the door is transparent. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brush it. Look. Don't! Kann ich jetzt... Ich raff diesen Probewurf nicht. Der Probewurf sagt doch... Du erkennst, dass die Tür quasi...
nicht wirklich da ist. Feel the barest hint of life from within. You see the hag with a jerk, you're pulled from the vision. Okay. Es geht nicht. Stop. Please. Please. Away. Away. Don't look. Don't. Aha! Oh, ist das dumm gemacht, sorry. Das hätte man doch auch irgendwie besser lösen können als mit irgendwelchen Kameratricks. Was? Wer? Maske des Schreckens, Maske des Bedauerns, Maske der Knechtschaft, Maske der Vergeltung. Oh, das wird auch wieder schwer. Nicht genug Bewegungsrat. Zu hoch. Es ist halt nur ein kleiner Halbling. Der kann halt auch nicht. Der ist halt auch nicht Michael Jordan. Ich kann dem ja nicht die Maske ausziehen, oder? 23.
Immerhin die Säure reingekriegt. Endlich hat mal was geklappt, ey. Ohne Scheiß. Don't make me hurt them. Dahin jumpen. Okay, ich gebe es auf, mit ihm zu springen, ganz ehrlich. 7 bis 14. Durchbohrender Schuss. Wieso ist der denn schon wieder dran? Als ob. Reicht ein Pfeil? Warte, jetzt muss ich gucken. Verschieße 3 magische Pfeile, die jeweils 2 bis 5 machen. Ah, ich wusste es. 2 und 2, um sicher zu gehen. 1, 2. 3, 4. Stark. Double Kill. Ach, Gale, ich hab dich einfach lieb. Endlich wieder sich bewegen. Kannst du da hin? Ich habe das Gefühl, eigentlich waren die alle gar nicht böse. Die sind ja eigentlich nur alle verzaubert von der bösen Hexe und ich muss die killen. Aber ich sehe auch ehrlich gesagt keine Alternative, weil die ja halt auch direkt angreifen. Da muss ich mich ja verteidigen, gell? Nicht so. Soldier.
Was hat zwei Beine und kann nicht springen? This guy! Dafür ist er sehr gut mit der Armbrust. Naja, sehr gut ist vielleicht übertrieben. Alter, Gale sogar an der Armbrust, ein Killer. Guck mal, Maske der Vergeltung lebt sogar noch. Level up haben wir sogar. Plündern, werfen, untersuchen. Aber es macht keinen Unterschied, ob die lebt oder nicht. Okay, wir machen erstmal die Level ups, oder? Weil Level 5 ist jetzt entscheidend, glaube ich. Zauber. Wähle die dir bekannten Zauber aus der Liste unten aus zum Wirken Zauberplatz erfolgt. Stufe 3 Zauberplatz. Aber ich habe doch gar keinen Stufe 3 Zauberplatz. Oder kriege ich jetzt einen Stufe 3 Zauberplatz? Dolch, was haben wir denn hier? Totstellen. Was sollte man denn mal hier nehmen? Nicht alles geil. Verfluche eine Kreatur durch deine Berührung. Der Fluch bewirkt entweder einen Nachteil beim Würfen oder... Ich finde ja hier stinkende Wolke 10 Züge lang. Gaswolke, die verhindert, dass Kreaturen Aktionen ausführen. Finde ich ja schon gar nicht so schlecht. Pflanzenwachstum. Lass Unkraut aus dem Boden schießen, um den Bereich zu ersticken. Die Bewegungsrate von Kreaturen im Bereich ist auf ein Viertel verringert. Ja. Hypnotisches Muster ist auch nicht schlecht. Glyphe des Schutzes. Das finde ich auch gut. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was man da genau dann auswählen kann, ausgewählten magischen Effekt, aber ich mag, dass so ein Bereich, also ein Area of Effect, ist immer gut. Ich nehme die. So, Zauber ersetzen. Raus. Rein.
funktioniert jetzt die Glyphe? So. Aber ich wollte doch die Glyphe haben. Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich doch die Glyphe ausgewählt. So. Verfügbar. Der ausgewählte Zauber wird aus deinen Zaubern und Aktionen rein. Okay, die Glyph ist. Ich mach die Stinkbombe. Aber ich dachte, ab Level 5 kann man den irgendwie so skillen, dass der noch was anderes wird. Ja, so eine Zweitklasse oder so, aber das ist ja hier gar nicht. Na ja, gut. Das ist es, ne? Zwei neue Zauber. Was haben wir hier? Tote beleben. Fluch. Flimmern. Würfel am Ende deines Zuges mit einem W20. Bei einem Ergebnis von mindestens 11 verschwindest du auf die Ätherebene, auf der du aus dieser Welt keinen Schaden erleiden und nicht gesehen werden kannst. Das ist doch ziemlich mächtig. Gegenzauber. Bringe den Zauber einer anderen Kreatur zum Scheitern. Der Zauber darf höchstens dritten Grades sein. Ist der Grad höher, musst du dir ein Attribut, um den Zauber scheitern zu lassen. Feuerball. Das mag ich. Verwandlungszauber. Versieh dich selbst oder einen Verbündeten mit der Fähigkeit zu fliegen. Oha. Oh, Fluch brechen ist, glaube ich, nicht schlecht, oder? Auch für bestimmt für... Oh.
Das ist ja alles geil. Fluchbrechen scheint mir auch wichtig. Aber großer Flug ist auch geil. Blitz ist geil, Hast ist geil, Glyphe habe ich zwar jetzt schon, ist aber auch geil. Ist alles geil. Ja, ja, je, je, je. 848. 848. Das ist auch krass. Eine Aktion, mehr Tempo und ein Bonus auf die Rüstungsklasse. Aber werde lethargisch, wenn der Zustand endet. Naja, das ist ja lame. Dafür kannst du danach nichts mehr machen. Allerdings erst nach 10 Zügen. Oh Mann, das ist ja alles gut. Das ist nicht schlecht, gell? Sag ich mal so hier. Arcane Schloss. Schneesturm. Beschwöre einen Sturm, der die Konzentration von Zauberwirkern unterbricht, Feuer löscht und eine Eisoberfläche erzeugt. Aber macht keinen Schaden halt, ne? Was soll ich nehmen als zweiten? Also Feuerball ist für mich gesetzt, weil ich einen guten AOE-Angriffszauber brauche und dann noch ein Hast. Okay, ihr sagt Hast, ne? Gut, wir nehmen Hast. Und dann haben wir noch Zauber vorbereiten. Erhöhe die Rüstungsklasse um 13. Also plus 13 Rüstungsklasse. Das ist doch mega krass. Auf 13. Plus Geschicklichkeitsmodifikator. Okay.
Hier steht um 13. Ich überlege, ob ich wirklich den Hexenpfeil habe ich eigentlich noch nie benutzt. Ob ich den wegnehme. So. Und wo kann man jetzt noch eine weitere Klasse hinzufügen? Raff ich immer noch nicht. Ach, das ist gar nicht hier im Bildschirm. Okay. Okay, okay. Ja, dann ist er jetzt eh hier. Ganz oben links, hier kann man nichts. Ach, hier, da. Hätte ich das jetzt machen sollen? Muss ich jetzt nochmal neu, soll ich nochmal neu laden? Oder soll ich das einfach beim nächsten Mal machen? Ich wollte ja eigentlich bei Stufe 5 meinem Baden in eine Zweitklasse. Egal. Nächstes Mal. Läuft nicht weg, gell? Was könnte sie denn überhaupt noch sein? Ach so, du kannst dann einfach noch... Okay. Okay, die kann ja gar nichts Neues jetzt bei ihrem Level 5 Aufstieg. Das ist ja ein bisschen traurig, ne? Gut, sie kriegt hier diesen extra Angriff, das ist natürlich schon auch mächtig. Aber ansonsten... Was geht bei Carla? Kriegt auch den extra Angriff und schnelle Bewegung. Und keine schwere Rüstung getragen wird. Okay. So, alle aufgestiegen und fit, wie ich das sehe. What's in here? Kommt ja schon noch ein bisschen was auf uns zu, habe ich das Gefühl.
So, jetzt habe ich hier komplett die Orientierung verloren, weil ich so viel die Kamera gedreht habe, dass ich nicht mehr weiß. Da kam ich rein, glaube ich. So kam ich rein. So, und hier geht's auch, hier geht's lang. Tatsächlich geht's nur da lang. Okay, da geht's nicht weiter. Da. Nicht erreichbar. Jump. Okay, hier ist Giftwolken. Wie kann man Giftwolken wegmachen? Früher ging das doch bei Divinity, ging das mit Regen oder so. Ohoho. Irgendwas ist gerade explodiert. Der Hund? Der Hund ist explodiert? Oh. Ja, ich kann die Treppe runter und ins Gift, oder ich kann hier oben lang und ins Gift. Warum kommen denn die anderen jetzt nicht? Seek and you shall find me. Nein, jetzt rennt er wieder zurück, weil er so ein Vollidiot ist. Das ist manchmal so dumm in dem Spiel. Die hängt noch da. Könnt ihr vielleicht einfach alle zusammenbleiben? Och, leck mich doch. Fuck you, ey. Das ist so dumm. Mann, ey. Wenn ich sie einzeln steuern will, dann kann ich das doch entscheiden. Aber ich will sie ja nicht einzeln steuern. Vor allen Dingen ist das so dumm, dass wenn man dann einen anklickt, dass die dann automatisch ohne Befehl dem hinterherrennen. Still alive. Das sind noch so Explosionsfallen. Ach, Hund, ey. Egal. That should work. Ja.
Man weiß auch nicht, warum Gale der Einzige ist, der nicht automatisch überspringt, obwohl er den Sprung ja kann. Das ist alles manchmal ein bisschen unlogisch. Ich liebe das Spiel trotzdem. Auch wenn es mich manchmal aufregt. Don't waste a step. Geh da nicht rein, Hund. Hund! Hund! Dann stirb halt, Hund. Wo geht er denn jetzt lang? Nein, dann bleibt doch da. Was macht ihr? Was macht ihr? Ich bring euch alle um. Die Leiter ist kaputt gegangen. Was? Was? Die Leiter ist nicht kaputt gegangen. Das rafft doch kein Mensch mehr, was hier passiert. Wie unübersichtlich will man... Wollt ihr den Dungeon machen? Ja. Und jetzt müssen alle wieder durch die scheiß Gift... Leck mich. Ey, ich höre gleich auf. Ohne Scheiß. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Das ist ja so schlecht gemacht. Also sorry, wenn man 40 Stunden ein Spiel gespielt hat und es dann nicht schafft, einen Weg irgendwie zu gehen. Egal. So. Der Hund ist wieder tot. So, jetzt machen wir jeden einzelnen. So. Time to press ahead. Leiter, okay, aber ja. Be wary. This place is trapped. So. Your desire. The path less traveled. Also Gale hat es wesentlich besser gemacht. Stark, Gale. Gale loben. Proceeding. Der dumme Hund will aber auch explodieren. Thank you.
my way. Easy. This place is hungry for blood. Ja, wie bin ich eben gegangen? Der unnötig komplizierte Dungeon. Let's get going. Er hat's halt richtig scheiße einfach nur gemacht. Er ist halt einfach den schlechtesten Weg gegangen. Need to find a way forward. Ich hab doch auf Entschärfen geklickt, meine ich! So, kann ich jetzt rasten hier eigentlich? Oder? Schnell, nein. Kann ich natürlich nicht. Wart. Dann musst du einen Heiltrank nehmen. Und Gale eigentlich auch. Ready and willing. Die anderen gehen. Jesus Christ, was eine schwere Geburt. On my way. There! In the cage! Da ist ja die holde Maid. Hier lang. Knorriger Käfig. How much farther can I go? Trent, be cautious. Ay, ay, ay. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair! You petulant bollocks! I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones! I'll bring you back and do it all over again. Anger issues hat die auf jeden Fall. Stop it! Please! Let me go! You want the girl so bad. Fine. Aber Moment. Wie soll ich sie denn retten? That cage won't last.
Der Käfig brennt. Wie soll man das denn machen? Ich habe nichts zum Löschen. Habe ich irgendeinen Löschzauber? Habe ich irgendwas zum Löschen? Elixier der Feuerresistenz da drauf? Meint ihr, das würde gehen? Warte, habe ich nicht so Wasserpfeile oder war das ein Divinity? Wer ist denn überhaupt dran? Er hat doch Pfeile. Pfeile der Pfeile des Eises. Pfeile des Feuers. Pfeile des Blitzes. Eventuell Pfeil des Eises. Ah, der ist zu stark. Der macht ja den Käfig kaputt. Es ist alles schwierig. Was ist das? Steuerkugel? Schwester der Sehnenperl. Wieso kann ich die jetzt wieder nicht untersuchen? Welche Taste war das nochmal? Was habt ihr gesagt? T? Ja. Keine Resistenzen, okay. Gale hat noch Zaubersprüche. Ja, was hat Gale? Was hat Gale? Kältestrahl. Weiß ich nicht, ob das wirkt. Können wir natürlich ausprobieren. Kälte. Ich habe definitiv kein Wasser oder Regen oder sowas. Wasserflasche habe ich auch nicht. Glaube ich. Weil ich, die wäre wahrscheinlich, wenn dann bei Proviant. Könnte Trank des Federfalls auf sie werfen, dann fällt sie runter und nimmt vielleicht keinen Schaden. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert gedacht. Das ist ja blöd, ey. Das ist so, ich will die auf jeden Fall retten, ey. Okay, was haben wir hier? Eisstrahl könnte man zumindest mal probieren. Komm, wir probieren jetzt mal den Eisstrahl. Kältestrahl. Auf knorrigen Käfig. Okay, das hat zumindest das Feuer gelöscht, allerdings.
Allerdings hat er jetzt natürlich auch nicht mehr viel HP. Okay, aber immerhin haben wir den... Das haben wir... So, jetzt kann er natürlich dafür nichts anderes mehr machen. Wieso ist der denn schon wieder so fertig, ey? Glyphe des Schutzes, Säure, Kälte, bitte. Runterstoßen? Nee, ne? One path lies before me. Probieren wir es mal aus. So, du gehst am besten. Ja, wo gehst du am besten? Das ist die Frage. Psionischer Sprung. Huch! Was? Karlach. Karlach immer noch besser als Scharlach. Moving. Wie werfe ich jetzt den Wurfspeer, ohne dass ich ihn equippe?
Scheiße. Come on! Bash her brains out! Ja. Da. So. Good idea, Barlack. Lol. Hat sie die aus dem Käfig gezaubert oder was? Welch verwirrender Kampf ist dies? Ich kann doch jetzt nicht die Olle angreifen, die ich retten will. Selbst wenn der spurtet, kommt er kaum vom Fleck. One day I'll catch a break. Unglaublich. Unglaublich, oder? Wo ist eigentlich der Hundi? Let's light them up. Time to strike. Das ist doch die echte. Time to waste. On the move. Da ist sie doch, Tantchen Edel. Yakatako, Atatoki, Hoda, Yatatahe, Hotatiko, Yatobehe, Hoteho, Hoyodo. Oh, come on, Karlak, das kannst du besser. Was ist jetzt böser Spott schon wieder? Böse Spott. Nachteil beim nächsten Angriffswurf. Okay, cool. Ich versuche auch mit meinem Baden ins Kampfgeschehen einzugreifen. Komme ich mit der Glyphe?
Die Kurzfassung ist nein. Ha! Treffer! Moment, was? Und ansonsten könnten wir noch nachfragen. Let me recite their demise. With ease. Pam, pam, pam. Ne, Moment, springen ist eine Aktion. Ne, nee, ist eine Bonusaktion. Hey there. Zerfleischen, spalten. Schon wieder Fehlschlag, Mann, bei 70%. How could it be? Wait! Oh! Wait just a tick! Killing me is a waste of time. I'll find a way to return. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this, I have something you want. Ich habe etwas, das ihr wollt. Ich höre in der Tat... Okay, erstmal abspeichern. Das ist zu wichtig hier. Chat. Was sagt ihr? Ich sag nicht, dass ich es hundertprozentig mache, wie ihr sagt, aber ich will zumindest mal wissen, was ihr denkt. Ja, ich höre, ist tatsächlich auch das, was ich am meisten favorisiert habe. Erstmal ein Angebot geben, oder? Was schwebt ihr vor? Allerdings bedeutet das natürlich schon, dass man unter Umständen bereit ist zum Verhandeln. I liked you, dearie. Let me leave with the girl, and I'll give you power. You want to be stronger, tougher, smarter? Done. Anything is possible. Just ability let me keep the girl and her babe. Not only would this be a vile deal, it would be folly to trust a hag's gifts. It's your choice, sweetness. Die Verstärkung ist gleich da. Gebt mir das Mädchen und die Kräfte, dann verschone ich euch. Come on.
Bam. You greedy little bollocks. Fine. Here. I'll not soon forget this sweetness. You have my word. But the deal. What about my husband? Den habe ich schon lange umgebracht. Deal's off, you dumb cow. And you've her to thank for it. Not that it matters. I'll find another just as plump and ripe. I can set up shop elsewhere. People always need lotions and potions. Wenn ich euch je wieder sehe, dünge ich den Sumpf mit euch. If I ever see you again, you'll have a tentacle for a tongue. Bye bye, Petal. Hä, was? The fuck? How could I have trusted her? I almost gave that monster my child. Was war das für die Belohnung? Weniger Geheule, mehr Gold, bitte. Ich liebe diese Auswahlmöglichkeit. Was ist das? Oh Gott, das ist genau richtig. Ey, sorry, ich kann nichts anderes wählen. I have nothing. Das muss sein. Wait. Here. Na also, geht doch. Das Maximum rausgequetscht aus dieser Quest. Nicht gerade viel ist das alles. Is this or the clothes off my back? And I'm not walking out of here, Starkers. You want it or not? Nicht auf die Spitze treiben. Behaltet es. Ihr schuldet mir nichts. Tja, wohl just besser als nicht. Look after it. Ja, ja, ich passe drauf auf. My husband gave it to me. I should take him home. His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Thank you. Yeah, I don't think there's anyone else who would have saved me. Ah, okay. Oh, ein Glück. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben einen Pakt mit Vettel geschlossen. Im Zug hast du sie uns große Macht verliehen. Du erhältst Tantchen Ethels Haar. Feenfleisch ist, erhältst du einen dauerhaften Bonus auf plus 1 auf Weisheit, Stärke, Konstitution. Ah, Moment, man darf nur eins davon nehmen. Oh. Tja, was nehmen wir, Leute? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Charisma ist ja der Mainstat von meinem. Ich hab ja schon. Ich kann jetzt gerade nicht gucken, ne? Looking ahead. Ich glaube, Charisma 18 oder 19 hat mein Dude. Ich kann es jetzt ja leider nicht nachgucken. Macht das Sinn, dann Charisma zu nehmen? Ne, ich kann kein Inventar anklicken. Das geht nicht. Still breathing, despite everything. Ach so, hier, Inventar. Ja. Charisma 18 habe ich. Geschicklichkeit 16. Ist das nur für den Main? Oder kann ich das auch jemand anderem geben? Das ist nur für den Main. Da
Würde ich fast Geschicklichkeit nehmen, oder? Weil ich ja so viel mit den Fernkampfwaffen mache. Oder Konstitution plus 1 auf Rettungswürfe. Auch nicht verkehrt. Geschicklichkeit oder Konstitution? Du kannst es auch jemand anderem geben. Strength 18. Strength 18. Was hat Gale? Hat, glaube ich, Intelligenz 19. Du kannst natürlich Gales Intelligenz auf 20 bringen. Der macht immer guten Damage mit der Armbrust. Wo ist denn das Zeug jetzt? Bin ich blind? I applaud your taste. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Und dann hatten wir doch noch das Medallion. Das müsste sie eigentlich haben. Hier. Marinas Medaillon. Auf einem vergilbten, blaufleckigen Zettel in diesem Medaillon steht: Für Marina. Gehst du mit mir zum Sommerfest von Connor? PS. Die Glockenblume habe ich aus Mamas Grundis Bett. Bitte sag nichts. Das kann nicht euer Ernst sein. Das ist ja gar nichts wert. Oh, hätte ich dich doch nur der Hexe gegeben, ey. Ist doch nicht wahr, das ist überhaupt nichts wert. Ein Gold. Und gar keine Skills. Ich hasse dich. Aber gut. Orange sind Quest-Items? Wirklich? Das höre ich auch zum ersten Mal. Das wäre ja eventuell dann noch von Bedeutung. Mal gucken. Was habe ich hier? Schriftrolle Glyphe des Schutzes. Das würde ja bedeuten, dass mein cooler Mage das lernen kann. Guck mal hier. Machen wir doch mal direkt. Zack. Zack. Und dann... Ach so, jetzt muss ich natürlich...
Vlagis will be done. No one back home will ever believe this. Okay. Das war doch mal eine spannende Quest. Was ist hier unten? Da könnte man theoretisch auch noch runterjumpen. Schwer zu sehen aus der Perspektive, vielleicht so. Da unten noch was ist, kann ich gerade nicht hundertprozentig sagen. Florentin Will hat mich geradet und das finde ich sehr schön. Leider muss ich auch gleich gehen. Werde ich euch jemals wiedersehen? Hallo Florentin Willis und herzlich willkommen zum besten Rollenspiel, das man so spielen kann. Aber ich habe gehört, WoW ist auch ganz nett. Hardcore-Charakter darf man nicht sterben, muss man aufpassen. Na ja, muss man echt gucken, auf welche Kämpfe man sich einlässt, sonst ist alles für immer weg. Huhuhu, ganz schön spannend. Ach, so hätte man es auch lösen können. Sieh an. Ich meine natürlich nur Spaß, denn ich bin ja großer World of Warcraft-Fan. Großer World of Warcraft-Hardcore-Fan. Weil alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich hardcore. Guck mal hier, wenn man da nicht auf den Vorsprung springen kann, dann will ich doch verdeivelt sein. Guck mal, gibt es sowas auch bei World of Warcraft? Ich glaube, da kann man nicht wirklich groß irgendwo hinspringen, ne? Ich glaube, das geht da irgendwie nicht. Action, not reaction. Wusstet ihr, dass bei Baldur's Gate das eigene Körpergewicht Einfluss hat darauf, wie weit man springen kann? Wir springen dahin. Schafft sie das? Ein gültiges Ziel. Jetzt habe ich natürlich die Schnauze aufgerissen, aber sie kann auch nicht dahin springen. Ich dachte, wir könnten da... Gut. Never a dull moment. Can't slow down. Nee, mein Gewicht. Also man gibt am Anfang bei dem Spiel gibt man sein eigenes Gewicht ein. Da kriegt man auch bei Baldur's Gate 3 immer so eine kleine Waage mitgeliefert, wenn man die kauft. In der Special Edition ist die auch dabei. USB-Waage. Schließt du an. Und deshalb kann mein Hauptcharakter auch nicht springen. Also nicht wirklich. Ihr habt hier gerade vor allem voll den Bossfight verpasst. Hier seht ihr auch schon die fiese Ritualhöhle. Säurewerkstatt. Guckt euch an, was hat die hier alles? Schweinekopf. Schweinelende. I bet that'll fit in my pack. Ist das wieder Proviant gewesen oder was? Ja, das stimmt noch nicht ganz, dass ich gesagt habe, dass das Gewicht die Sprungdistanz verändert, aber die Kraft verändert die Sprungdistanz. Ich habe das einfach mal gleichgesetzt mit Gewicht, weil ich einfach so ein krass frivoler Typ bin, der einfach mal Sachen einfach sagt. So, was haben wir hier noch? Das interessiert uns nicht. Trank der Geschwindigkeit, klar, nehmen wir mit. Das allsichtige Auge. Was ist jetzt das?
Schutz vor Gut und Böse. Bannzauber des ersten Grades. Ist das für Kopfbedeckung oder was? Ah, nee. Das ist eine Halskette. Sag ich euch. Dann haben wir noch Brief von Ettel. Brief von Ettel. Bittere Scheidung. Bittere Scheidung. In den verdrehten Wurzeln, aus denen der Zauberstabschaft besteht, klemmen Fleisch und Haut Haarklumpen. In die Oberfläche ist Connor eingekratzt. Ja, ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Bittere Scheidung. Ist kein Quest-Item auf jeden Fall. Aber 100 wert. Komm, können wir zur Not. Kann man es ja verkaufen. So, oh, ach du meine Güte, ist ja noch richtig. Da dreht man einmal die Kamera. Stab der Mumen. Was ist das? Stab der Mumen. Strahl der Übelkeit. Umwerfen. Der ist gar nicht mal so gut. Hat halt 2 plus 16, aber gut. Aber Gale hat doch einen besseren Zauberstab als den, oder? A long way from Waterdeep. Nee, geht doch nichts über den schmerzhaften Peitschenhieb. Nee, wird verkauft. Dreck. Kompletter Quatsch. Was haben wir hier gebrochenes? Kuss des Wahnsinns. Was ist das alles? Das sind alles Getränke. Verachtung einer Mutter. Vermisste Haustiere. Welke Träume. Schmetterlinge im Bauch. Ich nehme jetzt mal Schmetterlinge im Bauch. Und guck, was das ist. Schmetterlinge im Bauch. Traditionelles Gebräu aus Mutterkorn und Muskat, damit das Flattern der ersten Liebe folgenlos bleibt. Sachen. Elixier der Rindenhaut. Beamt uns das doch hier wieder raus. Oder? Na komm. Dann nehmen wir die Ringe mit und verkaufen die einfach gleich. Ist hier noch was? Ich sehe nichts mehr.
Außer diesen komischen Tränken, die ich jetzt nicht alle durchprobieren werde. Alle Tränke schaden dir. Und da sind wir raus aus dem Sumpf. Und können jetzt ja auch... Ach, guck mal, da steht sie ja. Can't give up now. These boots have seen everything. These boots are made for walking. God, didn't hear you coming. I know I should head home. But I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Oh, guck, ich habe einen Zauberstab gefunden. Ich kann wohl euren Mann wiederbeleben. Hättest du mir ein besseres Amulett gegeben, würde ich ihn jetzt auch nicht kaputt machen. Knick. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring it back. Bring Connor back. Please. Er ist nicht tot, er sieht nur nicht mehr so gut aus. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. What have you done to him? Es kommt auf die inneren Werte an. Die sind bei ihm leider auch momentan nicht gut. Das ist euer Ehemann. Wollt ihr ihn oder nicht? You bastard! Give him back! I thought you were going to help! I thought the outcome intended, but I must say the technique spell is cast. Excellent. What's done is done. Jetzt? Gegenstand erhalten. Zweite Ehe. Hä? At the ready. Ungefähr das, was ich auf Twitter jeden Tag lesen muss. Lustig wäre es, wenn er beim siebten Mal so richtiges Oxford-Englisch sagen würde. Well, now that you ask me, I was wondering.
It's not gonna happen. Einmal noch. Okay. Mit Toten reden. Kein Ziel. Was mache ich jetzt mit dem Zombie? Ich raff's nicht ganz. Egal. Abspeichern. An der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Erlösen. Hm.